Kultur, Politik. Wer wird der nächste Bundeskanzler? Wer war überhaupt der letzte Bundeskanzler? Nein, ich mach Spaß. Konzentrieren wir uns auf die wichtigen Themen im Leben, und zwar Flirt-Tipps. Und zwar eine super wichtige Frage. Was würdet ihr Männern für Flirt-Tipps geben? Wie müssen Männer richtig flirten? Also die machen es ja meistens falsch, habe ich gehört. Ja, also ich würde sagen, es wäre super, wenn die einen schön anlachen und so, aber nicht mit irgendwelchen blöden Anmachsprüchen, wie zum Beispiel, ich habe meine Nummer verloren, kann ich deine haben? Hast du schon mal solche Anmachsprüche gehört? Häufig? So zwei, dreimal. Okay, das ist ziemlich häufig. Ja, halt nett sein, einfach ansprechen. Aber nicht so blöd. Keine Anmachsprüche, einfach. Du bist mir aufgefallen. Natürlich. Oder sowas, aber nicht so, ja, keine Ahnung, kannst du schwimmen, kann ich in der Becken stoßen? Das ist ja mal der Wahnsinn. Muss ich unbedingt selber mal ausprobieren. Wenn zum Beispiel die Augenbrauen mit den Augen sehr gut zusammenpassen, erwähne ich das. Weil meistens haben die dann eine riesige Nase, das braucht man dann ja nicht erwähnen. Das ist ja das Wahre. Sie sollten nicht so dumm rüberkommen. Nicht dumm rüberkommen? Wie kommt man nicht dumm rum? Naja, also es gibt immer so Männer, mit denen willst du über was Ernstes reden. So, ja. Ich weiß nicht, so heute ist das und das passiert, wie findest du das? Und er so, du hast schöne Haare. Und du denkst dir nur so, Intelligenz ist sexy. Oh, yeah. Intelligenz ist sexy, Leute. Also einfach ein bisschen Intelligenz zulegen, dann läuft das von alleine beim Flirten. Exakt, ja. Ehrlicher sein, würde ich sagen. Mehr aus sich rauskommen, humorvoller sein, weil Frauen sind ja nichts anderes, sind auch nur Menschen. Und die stehen natürlich genauso auf den Humor, den Männer haben, genauso wie Frauen. Deshalb kann man einfach versuchen, mit denen zu reden. Lustiger zu sein, sowas zieht ganz gut, denke ich mal. Also Leute, Frauen sind auch nur Menschen. Ja. Auch wenn viele von euch es nicht vermuten, aber Frank sie sind... Frank Stronach hat das auch gesagt. Ja. Wer hat das gesagt? Frank Stronach. Wie wichtig ist denn der Bizepsumfang? Finde ich ja, unwichtig. Man kann das nicht verleugnen. Es kommt immer auf die Frau an. Also es ist immer Geschmackssache. Ich mag es persönlich schon groß, aber nicht zu groß. Sie mag den Bizeps groß. Ich finde es immer unwichtig. Also sie ist eher so der Trizeps-Typ, also genau. Hat auch einen Trizeps und du bist auch eher so Bizeps-Mensch, oder? Also ich finde das Gesamtpaket muss stimmen. Gesamtpaket, also okay. Alles. Auch der Latissimus, Leute, und nie den Leg Day auslassen. Das Boah, ist das okay. Ist ganz schlimm, also Männer, die so ja, eine Körperform haben. Okay. Das geht gar nicht. Okay, also Leute, ihr habt euch gemerkt, ihr wisst jetzt Bescheid, was man machen muss, um besser flirten zu sein.